Nous venons d'écouter, sous la direction de Constantin Silvestri, le boléro de Maurice Ravel. Mit dem Bolero von Maurice Ravel endet das Konzert des Orchestres National, das Constantin Silvestri dirigierte. Auf dem Programm stand die 5. Symphonie aus der Neuen Welt von Anton Dvorak, das Vorspiel zum Nachmittag eines Fauns von Claude Debussy und das Klavierkonzert in F-Dur, Köchel 459 von Mozart. Solistin war Clara Askill. Tonmeister dieses Konzertes, das Sie als Aufnahme aus dem Theater des Champs-Élysées hörten, war Ivan de Vries. Hier ist der französische Rundfunk. Auf Wiederhören.